Hi Leute, da bin ich wieder, Fallummer Weekend. Letzte Woche ging es mir nicht so gut. Ich habe aber ein bisschen gefilmt am Wochenende. Habe es aber nicht hochgeladen, weil es ein bisschen wenig Material war, weil mir es dann einfach schlecht ging. Ihr wisst, Migräne, ich musste mich, also mein Körper hat einfach wieder Stopp gesagt. Wollte ich euch noch ein bisschen einfach jetzt zeigen, noch was letzte Woche war so ein bisschen. Das schneide ich jetzt hier rein. Also seht ihr jetzt alter Scheiß, wobei das ist ja jetzt auch schon alt wieder, ne? Ihr seht ja immer das zurückliegende. Deswegen ist es dann auch egal, denke ich mal, oder? Und wir sehen uns dann gleich wieder zum Aktuellen, was aber auch schon alt ist. Okay. Jetzt gibt es wieder Yoga, 30 Tage Yoga, wisst Bescheid. Habe ich es durchgehalten? Nein, ich bin bei Tag 3. Schon am nächsten Tag habe ich versagt, sozusagen. Wobei, ich will nicht versagt sagen, weil ich sage ja immer, Hauptsache, man probiert es. Und ich bin ja immer noch dabei. Also versagt habe ich nicht. Ich kann nur nicht, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es einfach nicht, jeden Tag Sport zu treiben. Es geht nicht. Aber gut, so wie man kann, ne? Hauptsache, man macht es überhaupt, man probiert es. Okay, Leute, jetzt kommt meine Lieblingsbeschäftigung. Nicht putzen! Bäh! Aber wir haben gesagt, wir machen jetzt einen Frühjahrsputz. Erstmal will ich das alles wegmachen und dann wird das hier mal nämlich geputzt. Das sieht nämlich nicht mehr so gut aus. Seht ihr hier voll Kalk und sowas? Und das will ich wieder schön poliert bekommen. Dann auch mal die Dunstabzugshaube nochmal putzen. Seht ihr da? Peaches Spuren, ja? Das sind seine Pfötchen da. Frechdachs. Das hier auch rausholen und wischen. Wobei, das habe ich vor nicht allzu langer Zeit schon mal gemacht. Das mache ich auch öfter. Also jetzt nicht nur einmal im Jahr oder was, ne? Also guckt mal, wie braun das ist. Und überhaupt um zu putzen ist Natron, ne? Wisst ihr bestimmt. Keine Ahnung, ich bin jetzt eh nicht so die Sauberfrau. Aber naja, sowas. Oder ihr könnt es auch direkt auf die Stellen machen. Das hilft auch. Ich meine, ich habe auch so Scheuermilch jetzt geholt. Aber wenn man das jetzt natürlich machen möchte, so meinte ich das, dann ist das am besten Natron und Zitronensäure, also wirklich mit Zitrone rangehen, oder Essig, das ist voll gut. Genau, und wenn man jetzt hier Natron einfach drauf gibt, dann ein bisschen Essig und dann spült, dann ist der Abfluss frei, sage ich euch, wirklich, auch wenn er wirklich verstopft ist. Probiert das mal aus. Das war neulich im Bad so bei uns. Plopp, ist es weg. Guck mal, hier habe ich so Natron drauf gestreut, ne? Und ihr seht, so unten drunter ist so vergilbt. Jetzt gehe ich einfach nur drüber. Da ist nichts sonst. Das ist nur Natron. Und diese Handschuhe jetzt. Seht ihr, wie das hier so schon silber wird? Hier ist die glänzende Spüle. Und jetzt fiel mir gerade ein, hätte ich die doch erst später gemacht. Weil ich brauche die jetzt, um Sachen zu waschen. Jetzt ist sie dann wieder verdreckt. Oh mein Gott, ich hasse das. Das haben wir gekauft. Küchenzauber von DM. Das ist ganz gut. Streifenfreie Reinigung glatter Flächen und für den täglichen Abwasch. Also ich glaube, so hat diese scheiß Dunstabzugshaube noch nicht mal beim Einzug geglänzt. So sieht's aus. Nie wieder mehr. Aber okay, sie glänzt jetzt. Für wie lang? Bis Peaches wieder seinen ersten Pfotenabdruck drauf knallt. Die meisten Unfälle passieren im Haushalt. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Okay, das ist jetzt meine heilige Schublade, die ich sehr liebe. Gewürze. Ihr kennt mich, ich liebe Gewürze. Aber guck mal, messy und schmutzig, wenn hier was ausläuft. Aber kennt ihr das? Wer hat Bock, das rauszuholen, alles nur weil da ein paar Krümel sind? Ich nicht. Aber gut, ich bin da nicht so pingelig. Ich meine, ich mag auch alles sauber, aber ach, ich bin fauler als sauber. Das sage ich so. Mehr faul als sauber. Naja, jetzt holen wir ja alles raus. Und dann sortiere ich mal aus, was abgelaufen ist. Gewürze laufen auch ab, nicht vergessen, ne? Ich meine, das sind nicht so alte Sachen drin, weil ich habe das noch letztes Jahr gemacht. Von daher kann das jetzt nur also höchstens ein Jahr alt sein, was abgelaufen ist. Aber länger nicht. Ich kann euch mal meine liebsten Gewürze zeigen oder sagen. Überhaupt. Und zwar ist das, was ich sehr gerne nutze, Knoblauchpulver. Zimt, natürlich. Liebe ich Kumin. Über alles, sehr lecker. Geräuchertes Paprikapulver kann ich euch absolut empfehlen. Schmeckt super gut. Es hat so ein leichtes Raucharoma. Es gibt auch Rauchsalz, aber ich finde, dann kann man nicht so gut abschmecken einfach mit dem Salz. Lieber Paprika. Das hier, das ist so leicht pink. Das ist nicht allzu salzig auch. Ich finde, es hat ein gutes, so ein blumiges Aroma, sage ich mal. Es ist nicht so flach salzig, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich mag auch sehr gerne Oregano. Getrockneten Oregano. Finde ich ein sehr gutes getrocknetes Gewürz. Eines der wichtigsten Gewürze, was ich vergessen habe zu sagen, was ich in letzter Zeit sehr häufig verwende, ist Kurkuma.
Wisst ihr vielleicht noch, woher diese Gläser sind? Ist das IKEA? Sag mir mal, ob das stimmt, ob mein Tipp stimmt, weil dann brauche ich noch mehr davon. Weil ich habe zum Beispiel das hier. Ich hasse so Tüten und dann will ich das lieber umfüllen und habe das dann nur in den Gläsern, weil das passt ja eigentlich gut da rein. Und mach das dann weiter. Werde alles ausleeren und dann da reinfüllen und dann hier weitermachen. Das sieht besser aus, ordentlicher und dann fliegt das nicht so rum in den Tütchen. Auch das hasse ich. Putzen verschiebt sich auf die nächsten Tage weiter. Ich gucke gerade neue Serie auf Netflix. Das wollte ich die ganze Zeit sehen. O.J. Simpson Story. Hi, ich wollte euch noch was zeigen. Das habe ich jetzt schon voll lange. Das habe ich mir mal bei Amazon bestellt. Ich habe schon fast vergessen, was es ist. Bescheuert, gell? Das war eigentlich das Weihnachtsgeschenk an mich selbst. Ich mache mir ja selbst immer auch ein Weihnachtsgeschenk. Embracingmindfulness.com. Aber bei Amazon bestellt, wie gesagt. Hier steht es nochmal auf Deutsch. Ein Monat der Achtsamkeit. Kleiner Test. Weißt du noch, wie dein Kaffee heute Morgen geschmeckt hat? Nein. Ich hatte gar keinen Kaffee. Ja, aber ich weiß schon, was gemeint ist. Die meisten Menschen schalten gleich nach dem Aufwachen den Autopilot ein. Während wir unter der Dusche stehen, denken wir daran, gleich Frühstück zu machen. Während wir unser Frühstück essen, sind wir gedanklich bereits auf dem Weg zur Arbeit. Dabei entgehen unzählige Kleinigkeiten unserer Aufmerksamkeit, die das Leben so lebenswert machen. Es lohnt sich also, achtsam zu sein. Das stimmt. Also ihr könnt das noch weiterlesen, ihr könnt auf Pause machen, ich zeig's mal so. Ganz unten steht hier nochmal, wenn du einen Monat lang jeden Tag eine Achtsamkeitsübung durchführst, wirst du hoffentlich auch langfristig ein wenig achtsamer durchs Leben gehen. Wir wünschen dir viel Freude dabei. Und da kann das halt dabei helfen. So sieht das eben aus. Ist halt ein Glas, so schön als Geschenkverpackung, ne? Ich wollte mir halt das selbst auch so als kleines Geschenk geben machen. Ich muss sagen, dass mir die Yoga-Übungen bisher auch dabei helfen auf jeden Fall. Weil Yoga ist so dieses Hier und Jetzt, ne? Dass man auch wirklich da ist und im Moment ist, in dem Hier und Jetzt eben. Und nicht in dem, was passiert später. Immer dieses Planen, ne? Man ist immer, ich muss ja noch schnell das machen, damit ich später, ich muss ja noch das machen. Ich habe so viele Aufgaben am Tag oder im Leben. Und man darf einfach nicht vergessen, wie es hier eben auch steht, den Moment zu genießen und auch einfach sich bewusst zu sein, den Moment bewusst machen. Und hier sind halt so Übungen drin, das wollte ich jetzt mal aufmachen. Wie gesagt, das will ich so ein bisschen mehr, also ich hatte ja keine richtigen Vorsätze für dieses Jahr, aber wenn man so will, ihr wisst ja, letztes Jahr war ja für mich Sport, einfach der Körper. Und dieses Jahr heißt das für mich der Geist. Einfach so ein bisschen mehr, nachzudenken ist falsch, aber ich bin voll der Grübler und ich denke viel, zu viel, sondern ein bisschen bewusster vielleicht zu sein, mit sich selbst einfach und der Umwelt, dem Leben, aber besonders mit sich selbst. Man darf sich selbst nicht vernachlässigen und ich habe auch Befürchtungen und Angst, dass man das zu sehr macht und dass ich das zu sehr mit mir selbst mache. Und das ist schlecht in dem Sinne, dass man sich selbst vernachlässigt, auch seelisch, auch ne, psychisch irgendwie auch vernachlässigt, weil das der Ursprung ist natürlich, die Psyche, und das fällt auf alles andere dann drauf sozusagen. Also es beeinflusst alles andere eben. Und ja, da will ich mich halt stärken. Wisst ihr, was ich meine? Okay, das ist jetzt ein Beispiel so für das Erste, was hier ist. Ich weiß nicht, ob das hilft, aber naja. Ursache und Wirkung steht hier. Wähle einen passenden Zeitraum. Eine Stunde wäre gut, aber länger oder kürzer, je nachdem, wie viel Zeit du hast, ist auch in Ordnung. Sowas finde ich gut, dass es da steht, dass es sehr flexibel ist, weil diese ganzen, ich finde es immer schwer, sich auch an etwas komplett zu halten. Ich weiß, Disziplin ist auch wichtig natürlich, aber es ist einfacher, wenn es ein bisschen offener ist, ne? Denke während dieser Zeit über die Ursache und Wirkung von allem, was du tust, nach. Es klingt einfach, aber du wirst überrascht sein, wie viele Handlungen du in einer Stunde durchführst. Mal sehen, wie es läuft. Ich weiß nicht, ob das ist wieder so ein Ding, ne? Ein Monatsding. Ich weiß nicht, ob ich das jeden Tag mache, aber einfach so, wie ich mich fühle, so würde ich es jetzt mal machen. Ich kann euch gerne das auch mal verlinken, falls ihr irgendwie Interesse habt. Guckt mal, was für ein wunderschöner Himmel. Ich hoffe, es kommt rüber. Nicht so sehr, ne? In echt sieht es schöner aus, natürlich. Sieht schon aus wie Frühling. Und bei mir heißt Frühling immer Chucks. Wenn ich Chucks anhab, ist Frühling. Ist jetzt automatisch Frühling, sorry. Also. Okay, das ist leider offiziell falsch.
Glaubt's mir nicht, es ist noch Winter. Oh mein Gott, es ist so kalt mit den Chucks. Ich bereue es gerade voll. Es ist auch so kalt mit geschlossenen Haaren. Das bereue ich auch gerade voll. Ich mache die gleich wieder auf. Ich brauche was an meinen Ohren. Okay, es war ja viel zu kalt draußen. Viel zu kalt. Voll unangenehm irgendwie. Oh, meine Ohren. Ich wollte mir jetzt einen Plan machen, was wir so die Woche kochen. Ja, ich bin immer noch so. Weil ich fand das richtig gut. Also das habe ich wirklich jetzt so gelernt, dass ich da am wenigsten Reste hatte durch diese Woche, wenn man ein bisschen plant, einfach was man zu tun hat. Ich meine, ich mache das jetzt nicht so genau wie bei meiner Challenge, dass ich genau exakt aufschreibe die Gerichte, aber so ein paar einfach. Nur, dass ich weiß, okay, das habe ich vor und das brauche ich dazu und dann kann man auch gezielter einkaufen. Das ist viel, viel besser. Also fand ich richtig gut. Ich habe auch gemerkt, letztens waren wir im Supermarkt, bin ich auch ein bisschen geiziger geworden, was das angeht. Wenn ich mir das so anschaue, was man alles bekommen hat, ne, für die 30 Euro und was manchmal so ein Mini-Einkauf, der wirklich mini ist, das sind so ein paar Teile, das kostet schon manchmal 30 Euro bei uns. Dann denke ich mir auch, what? Ich bin halt so im Zwiespalt jetzt. Es ist nicht so, dass ich gar nichts mehr Neues ausprobieren möchte, ganz und gar nicht, weil dafür, wie gesagt, bin ich zu neugierig und so, aber es hat mich zum Denken angeregt. Übrigens kochen, das wäre mal nicht schlecht, jetzt was zu kochen. Ich habe nämlich Hunger wieder. Ich weiß gerade echt nicht was. Wir haben auch fast nichts mehr da im Kühlschrank. Deswegen will ich ja den Plan machen für nächste Woche. Aber es gibt noch Rosenkohl. Wir haben nur noch Rosenkohl da an frischer Ware sozusagen, sonst ist alles so noch. Ich meine, wir haben viel Essen, weil ich bunker ja viel, aber viel so trockenes Zeug. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt Bock drauf habe, auf die Sachen. Ich muss mal gucken, was wir machen können. Mal sehen, ich zeige euch, was mir da eingefallen ist. Übrigens folgt mir sehr gerne auf Instagram. Ich habe nämlich jetzt ein bisschen so angefangen, mehr mein Essen so zwischen der Woche auch zu filmen, beziehungsweise die Rezepte zu posten, beziehungsweise das Fertige zu posten, dann kurz zu schreiben, was drin ist, weil man weiß ja ungefähr auch, wie es gemacht wird. Genau, also wenn ihr Foodies seid, wenn das euch interessiert, was ich so esse oder neue Rezepte sucht, dann unbedingt verfolgen und wie gesagt die Stories anschauen, weil ich glaube, das ist ganz gut, das schnell zu machen. Ich werde es auch bei Snapchat ein bisschen posten, aber wahrscheinlich mehr auf Instagram. Oder ich weiß es nicht. Ich will wahrscheinlich beides. Es lohnt sich schon, beides zu verfolgen. Ich poste auch nicht immer dasselbe. Manchmal ist es auch unterschiedlich, weil ich keinen Bock habe, dieses zu kopieren und dann wieder hochzuladen. Manchmal mache ich das auch natürlich, aber manchmal ist es auch unterschiedlich. Ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt Macaroni and Cheese. Mein Tipp ist ja immer, wenn ihr keine Cashews eingeweicht habt über Nacht, was ich natürlich nicht gemacht habe, weil meine sind roh, da sind sie, dann koche ich die einfach in Wasser für 10 Minuten und dann sind die auch gut weich und man kann die gut bearbeiten. Und das werde ich jetzt machen und dann schmeiße ich die in den Mixer mit anderem guten Zeug und dann habe ich meine Käsesoße. So, mein geiler Mixer, ich liebe ihn. Ich bin so froh immer noch, dass ich ihn geholt habe. Für so günstig, ach, da ist noch ein bisschen Quinoa drin, egal. Für so günstig. Ich liebe das und der ist so gut. Der ist so, so gut. Ich kann ihn euch gerne nochmal verlinken. Da fragen mich nämlich einige immer noch. Habt ihr vielleicht verpasst, gell? Nur noch so wenig. Übrigens, den muss ich mir nochmal holen. Der war echt super. Der ist super lecker. Rosenkohl im Ofen. Der wird jetzt schön knusprig. Fertig. Mmh. Jetzt, hier ist der Rosenkohl jetzt drauf. Oh Mann, ich wollte es euch gerade zeigen. Peaches war im Tippi. Der mag das jetzt ganz gerne, seit ich das dran gemacht habe mit diesem Fell. Oh Mann, jetzt ist er rausgekommen. Er wollte keine Videos. Okay, jetzt habe ich ihn doch noch erwischt. Er ist wieder reingegangen. Ist das süß oder was? Sag doch mal. Es ist so goldig. Ich sterbe. Hi und bye. Ich wollte nur noch Tschüss sagen, aber ich habe noch eine Aufgabe für euch, wenn ihr mögt. Ich habe Lust, mal wieder ein Q&A-Video zu machen. Und ich habe schon öfter, wenn ich euch frage, mir Fragen zu stellen, dann habe ich das immer auf Instagram oder auf, nee, nicht Instagram, da habe ich es noch nie gemacht. Bei Twitter habe ich es oft gemacht oder bei Snapchat. Aber ich wollte jetzt mal hier fragen, ob ihr Fragen an mich habt. Dann stellt sie mir sehr gerne. Schreibt am besten vorher Q&A und dann eure Frage. Dann weiß ich Bescheid, dass ihr genau in das Video wollt, beziehungsweise die Frage für das Video dann ist. Genau, also schreibt mir eure Fragen halt jetzt ganz gerne in die Kommentare und dann picke ich was raus und drehe das vielleicht dann die Woche oder nächste Woche. Also wenn es was Neues gibt, dann wäre es ganz cool, wenn ihr mir da einfach eure Fragen stellt. Genau, dann freue ich mich darauf und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder sehr gerne und
Bis dann.